wir haben schon sehr bedrohliche Entwicklungen im Netz, dass wenn man sich im Netz bewegt, es ist so vergleichbar ist mit der analogen Welt, wie wenn die ganze Zeit verschiedene Kameras auf einen gerichtet wird. Durch die Vorratsdatenspeicherung, da werden 6 Monate lang meine Kommunikationsdaten gespeichert und auch deine und von allen anderen auch so. Also mit wem telefonieren wir wann? Wann gehen wir ins Internet? Und das größte Problem ist noch dabei, wenn ich Internet auf dem Handy dabei habe, das heißt die ganze Zeit online bin, werden auch meine Standortdaten mitgespeichert. Also im Endeffekt bei den Providern liegen Informationen, wo war ich in den letzten 6 Monaten und mit wem habe ich dort gesprochen. Wenn man sich das alles mal ohne Internet, ohne Technologie vorstellt, was das bedeuten würde, wenn meine Eltern also bei meinen Eltern für 6 Monate lang gespeichert werden würde, mit wem in der Nachbarschaft haben sie sich wann unterhalten? Das würde doch eine Revolution in Deutschland auslösen. Und wir brauchen halt dieses Bewusstsein auch im Netz und wir brauchen klare Bedingungen, Anonymität auch dort weiter zu haben. Anonymität ist sehr wichtig, auch für freie Meinungsäußerung, dass ich halt unbemerkt und ungespeichert sozusagen zu einer Demonstration gehen kann und dass ich mich mit anderen vernetzen kann und nicht immer Angst davor habe, dass ich überwacht werde, Angst davor habe, vielleicht die falsche politische Meinung zu haben und dann mich nicht dafür einsetzen kann. Frage, was passiert, wenn wir jetzt mit billigen Supermarktdrohnen über die Gärten von unseren Nachbarn hinüberfliegen können und in HD-Qualität alles ins Internet streamen? Ist das toll? Finden wir das vielleicht nicht so toll? Wie gehen wir als Gesellschaft damit um? Aber wir haben auch unzählige andere Vorträge, die sich einfach mit dem Bloggen beschäftigen, mit den gesellschaftlichen Auswirkungen von sozialen Medien aus politischer oder kultureller oder wirtschaftlicher Perspektive. Und da sind wir wieder live bei der Politikstunde, live im Gespräch heute mit dem Journalisten Markus Begedahl in Berlin. Da ist er zugeschaltet. Guten Morgen, Markus. Guten Morgen. Ist ja eigentlich gar nicht mehr morgen, ne? Normalerweise haben wir immer morgens hier den Unterricht gestartet. Jetzt sind wir um 14 Uhr. Das hat auch einen Grund, warum wir heute um 14 Uhr starten. Vielleicht erzählst du uns von dem erst einmal, warum, was war heute Morgen los, was war wichtig. Es hat was mit der Republika zu tun. So viel kann man, glaube ich, sagen, ja? Ja, wir hatten eigentlich vor, unsere jährliche Republika Anfang Mai in Berlin zum 14. Mal stattfinden zu lassen. Das ist jetzt in die Corona-Krise gefallen. Stattdessen werden wir eine virtuelle Republika am 7. Mal stattfinden lassen. Und da gab es heute ein Pressehintergrundgespräch, heute Morgen kurzfristig einberaumt. Deswegen mussten wir das hier heute auf den Nachmittag verschieben. Das heißt, mit der Republika, der größten Netzpolitikmesse der Welt, ist es sie? Oder der zumindest Europa? Wir sind vor allen Dingen erstmal eine Konferenz und ein Festival. Also Festival. Messe denken immer manche Leute, aber eine Messe ist was ganz anderes als was wir machen. Aber ihr switcht sozusagen mit eurem Festival ins Digitale um. Das heißt, ihr findet Wege, auch das Digital entsprechend fortzusetzen. Ja, wir waren als Republika eigentlich immer schon eine Konferenz, die aus dem Digitalen gekommen ist. Aber natürlich war der Charme jeder Republika, dass sich das Internet analog mal getroffen hat, dass man einmal im Jahr all die Leute, die man sonst nur im Netz trifft, mal ja in Berlin auf einer Republika treffen konnte. Dazu gab es immer noch ein riesiges Programm. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir quasi dieses Jahr, was wahrscheinlich ohne größere Veranstaltungen mehr ablaufen wird, überleben können. Und das sorgt natürlich auch dafür, dass wir so ein bisschen Druck bekommen, wieder mehr zu improvisieren. Das ist auch wieder so ein bisschen zurück zu, wie wir früher angefangen haben. Das war alles so ein Knöpfe drücken, ausprobieren, rumexperimentieren. Und wir werden jetzt am 7. Mai mal so einen Prototypen vorstellen, wo wir auf 4 Channels parallel versuchen, so ein bisschen Republika, ja, digital abzubilden, also die aktuellen Corona-relevanten gesellschaftlichen Debatten ins Programm zu holen, aber auch all die Debatten, die wir weiter diskutieren müssen, wenn diese Corona-Krise endlich mal vorbei sein sollte. Das ist natürlich, also das heißt, die Republika, die ja schon immer, wir hatten gerade so einen Einspieler von letzten Jahr, hatte ich kurz nochmal vorgestellt und von den Zeiten vorher, ihr habt euch ja schon immer mit den zentralen Fragen, netzpolitischen Fragen auch auf der Republika beschäftigt, mit der Freiheit im Netz sich bewegen.
loslegen zu können mit Einschränkungen. Hab Menschen eingeladen, die, du hast damals eine Bloggerin aus Kuba beispielsweise eingeladen, die ja in ihrer Arbeit entsprechend beschränkt war. Das sind die großen Fragen natürlich, aber jetzt auch in unserer Gesellschaft, und hier kommen bei mir auch schon die ersten Fragen rein. Du hast dich ja in den letzten Tagen und Wochen immer wieder auch geäußert zu dieser ganzen Debatte, insbesondere rund um das Stichwort Corona-App. Vielleicht kannst du uns da, also es ist so eine erste Frage, die mir auch hier jemand stellt, ist es überhaupt möglich, sowas anonym zu machen? Also glaubst du, dass das überhaupt möglich ist, oder wird das letztendlich, das ist ja die große Gretchenfrage, in einer totalen Überwachung enden? Also ich glaube, wir müssen mal ein bisschen zurücktreten und uns erstmal anschauen, für welchen Zweck ist denn diese eine Corona-App? Also es gibt verschiedene App-Debatten im Moment, die wir parallel führen, aber diese eine Corona-App zum Kontakttracing, das heißt zur Nachvollziehbarkeit von möglichen Infektionsketten gedacht. Und zwar haben wir im Moment den etwas analogen Prozess in Gesundheitsämtern. Jemand wird positiv getestet, dann ruft man irgendwie beim Gesundheitsamt an, vielleicht kommt man da auch mal durch, dann wird da aufgenommen, mit vielleicht noch mit Stift und Papier, wen hat man in den letzten Wochen denn möglicherweise getroffen, und die werden dann abtelefoniert mit der Bitte, irgendwie sich in Quarantäne oder zum Testen zu begeben, und das funktioniert natürlich noch nicht mal bei den ersten 100 Infektionsketten. Also mit anderen Worten, es gibt ein Bedürfnis von Seiten der Virologen vor allen Dingen, dass man diese Kontaktermittlung zur Zurückverfolgung doch bitte sehr mit einer App, mit technischen Mitteln unterstützen sollte. Es gibt in anderen Ländern, vor allem asiatischen Ländern, schon verschiedene Versuche, Experimente, Ansätze, wie man das machen kann. Zuerst war die Debatte groß über, kann man nicht sowas machen wie Südkorea? Da scheint es ja irgendwie ganz gut zu gehen. Südkorea hat einen totalen Überwachungs- und Kontrollstaat errichtet. Dort werden Funkzellendaten, also in welcher Funkzelle ist mein Handy, zusammengeworfen mit Kreditkartendaten, mit Live-Feeds aus Videokameras, um zu überprüfen, wer war wann wo und wer könnte seine Quarantäne heimlich verlassen haben. Das ist etwas, das wollen wir eigentlich nicht. Die andere Herangehensweise war vor allen Dingen in Singapur das erste Mal ausprobiert, eine App, die mit der sogenannten Bluetooth-Technologie im nahen Umfeld rund um ein Handy ermittelt, wen kann man denn da getroffen haben. Das heißt, mein Handy, oder sagen wir mal, im Moment geht man davon aus, dass man 15 Minuten im Umkreis von 2 Metern nebeneinander gesessen haben soll, damit unsere Handys gegenseitig quasi eine Visitenkarte, so einen anonymisierten Kontakt austauschen, der erst wichtig wird, wenn einer von uns mal positiv getestet wird. Und wir treffen dann noch verschiedene andere. Und jedes Mal, wenn wir zum Beispiel 15 Minuten lang in der Nähe von jemandem stehen, wenn das die Einstellung denn dann sein sollte, dann merken sich unsere Handys, wer war denn die Nummer? Nicht unbedingt, dass ich Daniel Kraft getroffen habe, sondern ich habe ein Handy mit der Nummer XYZ getroffen. Mehr braucht mich nicht zu interessieren. Aber wenn ich positiv bin, dann gebe ich durch so, hey, ich bin positiv getestet worden, wir haben uns vorgestern irgendwie getroffen, lass dich mal testen und so weiter. Und das ist sozusagen der Weg, den jetzt Deutschland gehen möchte. Und seitdem haben wir einerseits eine Debatte darüber, wer organisiert diese App, wer entwickelt die. Es wird rund um das Robert-Koch-Institut unterstützt von der Bundesregierung, ein sogenanntes PEPPPT-Projekt entwickelt, was sich jetzt auch auf Druck der Bundesregierung für einen eher zentralistischen Ansatz entschieden hat. Das heißt, auf dem Server könnte möglicherweise noch de-anonymisiert werden, wer denn jetzt XYZ ist oder auch nicht, während sich verschiedene Datenschutzwissenschaftler eher abgespalten haben, die der Meinung sind, naja, wir verfolgen einen dezentralen Ansatz. Wir glauben, dass es besser wäre, wenn staatliche Stellen nicht die Möglichkeit haben, und sei es nur theoretisch, an zentraler Stelle die ganzen Kontaktnetzwerke der Bevölkerung identifizieren zu können. Und jetzt haben wir halt immer noch keine App. Das Problem ist immer noch nicht gelöst, sozusagen, was Virologen für sehr relevant halten. Und wir warten jetzt mal ab, bis Mitte Mai was präsentiert wird. Wir hoffen, das sind so zumindest unsere Anforderungen, dass diese App größtmöglich die Anonymität, den Datenschutz gewährleisten soll, weil wir sollen ja auch freiwillig damit machen können.
Und dann muss auch gewährleistet sein, dass diese App weiterhin freiwillig bleibt, dass die IT-Sicherheit und der Datenschutz von Anfang an mitgedacht wird, nicht hinterher geändert werden kann. Und dazu ist es notwendig, dass diese App, dass die dahinterliegende Software und Technologie komplett Open Source wird. Und da das alles noch nicht präsentiert wurde, befinden wir uns so quasi in einer gesellschaftlichen Debatte über eine Blaupause, die unterschiedlich interpretiert werden kann von unterschiedlichen Seiten. Und vor allen Dingen stellt diese Blaupause auch nur einen Lösungsansatz für eine Wette dar. Und zwar, das ist halt die ungeklärte Frage, die Wette quasi der Virologen ist, hätten wir so eine App zur Kontaktnachvollziehung, dann können wir möglicherweise schneller aus so Lockdowns herauskommen und schneller in die Freiheit kommen, weil dann könnten wir sozusagen irgendwie, müssten wir nicht alle zu Hause sitzen, aber es wäre einfacher nachzuvollziehen, wer denn jetzt mal trotzdem zu Hause sitzen muss. Das heißt, noch viel offen in dieser ganzen, in diesem ganzen Kontext. Ich habe jetzt hier auch eine Frage, wo nochmal direkt gefragt wird zu der Frage, wann zentral speichern statt nur lokal, ist so eine Frage. Das ist ja wahrscheinlich auch so eine der Debatten, die in diesem Kontext geführt wird. Ja, das ist also gar nicht mal so einfach zu beschreiben. Das Problem ist, sowohl ein zentraler Ansatz als auch ein dezentraler Ansatz hat erstmal verschiedenste Facetten. Also da gibt es auch wiederum irgendwie bei den dezentralen Ansatzbefürwortern unterschiedlichste Positionen, wie denn ein dezentraler Ansatz ablaufen könnte. Und auch bei den zentralen Befürwortern gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Mir ist letztendlich am wichtigsten, dass die Anonymität gewährleistet ist. Ich kann Argumente auf beiden Seiten nachvollziehen. Ich würde mir tendenziell wahrscheinlich auch eher einen dezentralen Ansatz selbst wünschen. Andererseits kann ich mir aber auch vorstellen, wenn ich jetzt gerade in der Verwaltung säße oder diese Pandemie managen müsste, würde ich wahrscheinlich auch gerne mehr Daten darüber haben, wo sich Infektionsherde ausbreiten, um einfach schneller reagieren zu können, diese Infektionsherde einfach unter Kontrolle zu bringen. Und da könnte ein zentraler Ansatz möglicherweise mehr Informationen geben, wenn denn die Anonymität gewährleistet ist, damit auch mehr Leute mitmachen und Vertrauen in die App haben. Du hast ja vorhin erwähnt, dass es eine Reihe von Ländern gibt, die ja Erfahrungen mit Apps haben. Taiwan hast du erwähnt, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe. Ich weiß nicht, hast du da, würdest du sagen, gibt es denn Blaupausen schon? Gibt es Beispiele, wo man sagen kann, man kriegt das irgendwie zusammen? Also sowohl der von dir formulierte Anspruch an Open Source, an Anonymität und trotzdem sozusagen einer App, die dann am Ende auch medizinisch den Effekt bringt, den sich ja die Virologen davon wünschen? Also medizinisch bringt es ja keinen Effekt, sondern es ist ja eher sozusagen, dass analoge Gesundheitsämter, Prozesse digitalisiert werden und wir eine viel bessere, im Idealfall Echtzeitverfolgung von möglichen Infektionsketten haben, um einfach da schneller drauf reagieren zu können und nicht erst 2 Wochen später, wenn irgendwie noch viel mehr angesteckt worden sind und alles schon wieder zu spät ist. Also ich habe schon mal 2 Beispiele gebracht, den Südkorea-Weg und den Singapur-Weg. Der Singapur-Weg war eigentlich der erste, der in die Richtung ging, hey, wir probieren es mal mit Bluetooth, weil das mit der Standortdaten, den Funkzellenauswertungen, wie es zuerst in der deutschen Debatte diskutiert wurde, das funktioniert nicht so genau. Das liegt auch daran, dass wir in Deutschland halt den Breitbandausbau auch gegen die Wand gesetzt haben. Das heißt, wir haben noch nicht mal ausreichend Funkzellen, um genau ermitteln zu können, wer könnte denn da jemand getroffen haben, weil, muss ich nur mal vorstellen, so ein 2.000, 3.000 Seelendorf hat möglicherweise nur eine einzelne Funkzelle, einen einzelnen Funkturm und dann zu ermitteln, wer war denn zur selben Zeit da drin und könnten sich alle, die da zur selben Zeit eingeloggt waren mit ihren Handys, auch gegenseitig angesteckt haben, ist halt ein bisschen absurd so. Genau wie in der Großstadt haben verschiedene Straßenzüge eine Funkzelle, da treffen sich Leute in Jahren nicht einmal analog, um sich gegenseitig zu infizieren. Also die Technologie ist erstmal rausgeschmissen sozusagen, zum Glück. Diese Bluetooth-Technologie gilt als
naja, interessanter, weil man näher kommunizieren kann. Da ist aber auch eher das Problem, anscheinend sollen in einer Berliner Bundeswehrkaserne seit Wochen Soldaten im Kreis laufen mit irgendwelchen Handys, um gucken, ob man dieses Kalibrieren, also dieses, wie weit müssen Handys auseinander sein, um irgendwie noch sich gegenseitig sehen zu können und so weiter, um das alles zu testen und einzustellen, laufen die da halt im Kreis. Das So, sind diese da kannst du Bilder, das die Bilder. man kennt, wo die dann auch in so Kreisen irgendwie auf dem Boden laufen und so weiter. Das findet nach wie vor statt, ja? Soweit ich es gehört habe, ja, weil das Problem ist wohl noch nicht so ganz gelöst und vor allen Dingen ist ein Problem noch nicht gelöst. Da leiden auch, sagen wir mal, die Österreicher drunter. In Österreich gibt es nämlich auch schon eine App vom Roten Kreuz dort. Also die haben die offiziell rausgebracht. Die haben da wohl eine Funktion wie das Robert-Koch-Institut bei uns so. Und mit der österreichischen App, da gibt es halt ein iPhone-Problem, ne? Also iPhones haben einen Schutzmechanismus, der verbietet, dass im Hintergrund eine App laufen kann, die die ganze Zeit über Bluetooth mit anderen kommuniziert. Das hat Apple irgendwie eingebaut, um ja Daten, ja, irgendwelche Werbegeschäftsmodelle und sonst wie zu blockieren, die das sonst ausnutzen würden. Aber das führt natürlich dazu, dass in Österreich auf iPhones diese App nur funktioniert, wenn das iPhone angeschaltet ist, die App im Vordergrund ist. Mit anderen Worten, ist eigentlich unbenutzbar. Jetzt gibt es halt Druck auf Apple und Google, die auch schon angekündigt haben, sowas in ihre Betriebssysteme einzubauen, damit es erstmal vielleicht auch möglich sein wird, in den nächsten Monaten auch die iPhone-Besitzer davon zu überzeugen, eine freiwillige App herunterzuladen. Okay, das heißt, wir sind noch auf weiter Flur. Ich habe jetzt eine Frage, die gestellt wird, weil du ja auch nochmal den Aspekt gesagt hast. Wir sprechen im Prinzip uns für eine Open-Source-Lösung aus an der Stelle, ja. Die Frage, die jetzt Christian stellt, ist, er fragt, gibt es denn überhaupt irgendetwas Konkretes gegen eine Open-Source-Entwicklung? Also, was würde denn, gibt es überhaupt ein Argument, was gegen Open-Source sprechen könnte? Also da muss ich dann immer so ein bisschen improvisieren, weil für mich spricht natürlich auch immer alles für Open Source, ne? Open Source kann Vertrauen herstellen, indem nicht wir alle uns den Source Code angucken müssen, aber diejenigen, die Ahnung davon haben, die können das stellvertretend für uns sich den Source Code angucken und können uns dann davon erzählen, ob sie Sicherheitslücken oder irgendwelche Datenschutzverstöße gefunden haben. Eine Herausforderung ist natürlich, dass halt auch Source Code, also Code einer App ständig verändert wird. Das heißt, man muss eigentlich auch irgendwie einen Mechanismus aufbauen, dass regelmäßig verschiedene Menschen sich den Source Code angucken, nicht nur einmal, wenn eine App vorgestellt wird, alle reingucken und dann einen Monat später keiner mehr Bock darauf hat, weil einen Monat später kann man auch noch an zentraler Stelle einfach mal ein paar Zeilen Code verändern. Und dann funktioniert die App auf einmal im Gegenteil, also mit ganz anderen Funktionalitäten. Natürlich gibt es dann Befürworter von anderen Lösungen als Open Source, die sagen dann halt immer, naja, da steckt halt eine Firma dahinter, die hat ein Geschäftsmodell und muss halt das sogenannte geistige Eigentum davon schützen und vermarkten. Da habe ich aber eine ganz andere Herangehensweise oder eine ganz andere auch, ja, moralische Herangehensweise. Wir reden hier über Steuergelder und wir reden hier von einer gesellschaftlich relevanten App-Entwicklung. Und da könnte man schon sagen, Public Money, Public Code, alles, was mit öffentlichen Geldern gefördert wird, muss bei solchen sehr gemeinwohlorientierten Softwarelösungen wie so eine App zur Lösung möglicher Corona-Krisenprobleme darstellen. Das muss konkret Open Source sein, damit man darauf aufsetzen kann, das hinterfragen kann, es verbessern kann. Und ja, das sehen aber leider nicht alle so. Das ist auch ein langer Weg sozusagen. Vor 20 Jahren war es noch schwieriger. Vor 20 Jahren galten ja alle irgendwie Befürworter von Open Source noch als totale Kommunisten und sonst wie. Das hat sich ja radikal verändert. Mittlerweile ist Open Content, Source was. Content-Kommunisten. Ich kann mich an Ja, den Fall schon also. erinnern, wo wir als Content-Kommunisten bezeichnet wurden, ja. Genau, also die Zeiten sind vorbei so, ne? Aber na, Open Source ist halt auch nicht Open Source. Da muss man dann auch genau hinschauen, so, wer
welche Open Source Lizenz wird verwendet, wer kann denn wann wie in den Source Code reinschauen, wer kann kontrollieren, dass dann nicht auf dem Server irgendwann eine andere Version eingespielt wird. Also das sind alles nur offene Fragen, wo wir mal gespannt sind, wann dieses PEPPPT-Projekt, was von der Bundesregierung quasi als das große Corona-App-Projekt in Deutschland unterstützt wird, wann die endlich mal einen Prototypen vorstellen können. Und dann wird es einfacher sein, über diese konkrete Präsentation zu reden, als jetzt über sehr viele, auch teilweise technische, konzeptionelle Fragestellungen. Es ist ja vor allen Dingen jetzt auch fast schon eine grundsätzliche Frage eigentlich, ne? Also letztlich, solange wir nicht eine konkrete App dort vorliegen haben, solange das nicht konkret entsprechend da ist, geht es um diese ganz, ganz grundsätzlichen Fragen, die dich dann natürlich wahrscheinlich unter netzpolitischen Aspekten einfach interessieren. Wie kann man so etwas in der Weise so organisieren, dass es eben nicht hinterher missbraucht werden kann? Markus, vielleicht eine Frage grundsätzlich. Ich meine, wir reden jetzt relativ viel über die App, aber es gibt ja ganz, ganz viele andere netzpolitische Themen, die momentan auch irgendwie da sind. Es ist ja irgendwie auf der einen Seite auch eine unglaublich fasziniert digitale Zeit, in die wir auf einmal hervorgebeamt werden. Ja? Also wenn man überlegt, manche Formate, die wir jahrelang praktiziert haben, da hat der ein oder andere immer noch mal ein bisschen so gelächelt irgendwie, und inzwischen springen wir alle sozusagen vom Homeoffice ins Digitale herüber, nutzen Videokonferenz-Tools und so weiter. Wo würdest du jenseits der App die großen netzpolitischen Themen in dieser Corona-Zeit momentan sehen? Wo würdest du sagen, gibt es neue Probleme, wo gibt es neue Aspekte, wo müssen wir vorsichtig sein oder wo sind wir vielleicht naiv, Stichwort Videokonferenzen oder? Da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Also sagen wir mal, einer meiner Redakteure bei netzpolitik.org, Daniel Laufer, recherchiert seit Wochen darüber, wie in unterschiedlichen Bundesländern zum Beispiel Polizeien oder Polizistinnen mit sogenannten Corona-Listen ausgestattet werden. Das ist so eine Frage, wo auch so verschiedene Ansichten von verschiedenen Grundrechten aufeinander prallen. Verschiedene Bundesländer sind der Meinung, sie müssten ihre Polizistinnen dadurch schützen, dass sie vom Gesundheitsamt die Listen bekommen, wer ist denn jetzt in einem Landkreis oder in einer Stadt Corona infiziert. Und was sind die Kontaktketten? Also damit wird die ärztliche Schweigepflicht verletzt. Es werden einfach Daten übermittelt. Das kennen wir von früher. Früher hatten dann Polizisten anscheinend auch so HIV-Listen dabei, so wenn sie jemanden sehen. Das ist dann mal für total illegal von dem Gericht erklärt worden. Eigentlich dachten wir, das hätten wir hinter uns. Aber das sind so Fragestellungen, weil verschiedene Bundesländer wie Niedersachsen sind immer noch der Meinung, Datenschutz interessiert sie dann nicht. Der potenzielle mutmaßliche Schutz ihrer Polizisten geht davor. Das sind so Fälle, die halt jetzt hoffentlich mal Gerichte klären. Sonst hast du ja schon angesprochen, selbst Videokonferenzen hat für uns netzpolitisch gesehen so viele verschiedene Facetten. Also einerseits erstmal, welche Videokonferenzsysteme nutzen wir denn eigentlich gerade alle? Also wenn man sich mal anschaut, Zoom ist eigentlich das neue WhatsApp. WhatsApp wurde damals populär, indem es einfach die ganze Zeit auf IT-Security und Datenschutz geschissen hat, aber irgendeine funktionierende Anwendung hatte. Und jetzt haben wir halt die Situation, dass alle Zoom nutzen, obwohl eigentlich alle auch wissen, Zoom ist eigentlich böse, macht den Rechner unsicher, wenn man die Software drauf installiert. So, es wird alles mitgehört und so weiter, aber trotzdem nutzen es alle, weil die ganzen anderen Alternativen für zumindest größere Gruppen alle noch schlechter sind. Hier ist halt echt auch viele Chancen vertan worden, auch durch unsere Regierung, freie, offene, dezentrale Alternativen zu fördern. Die gibt es ja mit Jitsi, mit BigBlue, Button und so weiter, die auch teilweise von Universitäten mittlerweile eingesetzt werden, von Schulen, für Schulen bereitgestellt werden, wie in Baden-Württemberg. Aber die könnten noch besser sein, hätte man rechtzeitig sie gefördert. Und das ist etwas, was wir bei netzpolitik.org jetzt gerade auch in einer Reihe mal aufarbeiten. Wo sind denn spannende Leuchtturmprojekte, wo auf Basis von Open-Source-Software auf kommunaler oder auf Landesebene Schulinfrastrukturen zur Verfügung gestellt werden? Weil seit Montag haben die Schulen ja noch länger geschlossen und man weiß nicht, wie lange. Und ganz viele Eltern sind jetzt gerade irritiert und überall gibt es auf einmal die Diskussion, ja, warum machen wir eigentlich keine Videokonferenzen mit den Schülern? Und ich höre da die ganze Zeit immer nur Horrorgeschichten, weil keiner
hat die Lehrer darauf vorbereitet. Die Länder haben teilweise keine funktionierenden Infrastrukturen dafür und alle improvisieren gerade. Und das ist eigentlich auf der einen Seite spannend, weil es gibt endlich mal die Möglichkeit zur Innovation. Aber ich habe häufig das Gefühl, Eltern und Lehrerinnen werden hier ganz schön alleine gelassen. Und das kann es eigentlich auch nicht so sein. Ich meine, das ist ja ein absolut spannendes Thema, die Frage der digitalen Schule. Ne? Wir sind auch da ja auf einmal nach vorne katapultiert, sitzen zu Hause. Du kennst es, ich kenne es irgendwie. Wir haben müssen sozusagen, sind die Homeschool-Lehrer an der Stelle, sehen natürlich auch, wo sind Grenzen, wo sind schon auch gute Entwicklungen entsprechend. Wie würdest du das Thema nochmal vertieft weiter einschätzen? Glaubst du, das wird uns voranbringen? Also du hast ja so ein paar Systeme auch schon angesprochen, wo jetzt sozusagen so eine nachholende Modernisierung stattfindet, aber natürlich unter ganz, ganz krassen Bedingungen, das ist so meine Beobachtung, ja, wir haben ja überhaupt keine Chance, das mal zu üben vorher, sondern wir müssen ja quasi von 0 auf 100 da durchstarten. Siehst du da schon auch Beispiele, wo das gut gelingt oder wie ist da deine Einschätzung? Also die Realität, die sich mir gerade so aufzeichnet, auch in vielen Gesprächen mit Freundinnen, Freunden, Bekannten, ist zumindest in Berlin die, dass digitaler Unterricht darin besteht, dass Lehrerinnen alle 1-2 Wochen einen Haufen PDFs rumschicken, alle Eltern die ausdrucken sollen, irgendwann zum Schluss wieder einscannen sollen und zurückschicken sollen. Das ist sozusagen, das ist schon der Höhepunkt digitaler Bildung. Das ist vollkommen absurd, ne? Weil also nicht nur die Frage, wie viele Eltern ich kenne, die vor dem Problem stehen, wo sollen die denn mitten in der Quarantäne Sachen ausdrucken, wenn du keinen Drucker hast? So, ne? Oder da geht das Druckertinte aus, du kannst sie nicht so einfach nachkaufen. Oder all so ein Zeug. Also, da kann man halt aus vielen Anekdoten ganze Bücher schreiben, die eher so eine erschreckende Ist-Zustand geben. Aber natürlich gibt es dann auch mitunter sehr engagierte Lehrerinnen und Lehrer, die es schaffen, kreativ damit umzugehen und mehr machen, als irgendwie PDFs rumzuschicken und sich dann auch teilweise um ihre Kinder kümmern zu müssen. Also ich meine, das ist ja auch die Situation. Man sollte jetzt nicht sagen, alle Lehrerinnen und Lehrer sitzen jetzt faul zu Hause. Die stehen größtenteils vor demselben Problem wie alle anderen, weil die auch selbst Kinder haben und irgendwie arbeiten müssen, während die Kinder irgendwie essen und auch Homeschooling machen wollen. Ja, vielleicht werden wir langfristig davon lernen, indem jetzt gerade zumindest diejenigen, die immer schon mal digital nach vorne bringen wollten, jetzt endlich auch mal zeigen können, dass sie recht hatten, unter Beweis stellen können, dass sie mehr können, als jetzt nur PDFs zu verschicken und dass wir dann relativ nach dieser Krise mal darüber anfangen sollten, wie können wir jetzt den Rest der Lehrerschaft noch mitnehmen und unterstützen und ja, wie können wir das Problem lösen, dass halt auch nicht alle Schülerinnen und Schüler irgendwie die richtigen Rechner zu Hause haben. Jetzt hat die Bundesregierung da zwar gestern 500 Millionen Euro irgendwie bereitgestellt, aber ich lasse mich auch mal überraschen, wann denn dann sozial schwache Kinder irgendwann mal einen Rechner bekommen und ob die dann mehr machen können als PDFs aufmachen und einscannen, zurückschicken. Das wäre ja auf jeden Fall, ist ja glaube ich eine große sozialpolitische Implikation von dieser Debatte auch, dass man, auch das merke ich selber so im eigenen Umfeld, dass es natürlich auch wichtig ist zu sagen, nicht jeder hat die Option zu Hause im Prinzip an spannenden Lernsoftwareprogrammen teilzunehmen. Ich meine, das ist zumindest das, was ich auch beobachte, ist gibt ja eine Reihe von Sachen. Es gibt auch, da weise ich nochmal auf das Angebot der BPB hin, wir haben unter Opens OER-Lizenz entsprechend offene Lernsoftware oder Lernmaterialien auch, die man nutzen kann. Aber also sozusagen die Angebote sind an sich schon da. Das es fehlt sozusagen an den Kuratoren, an den Leuten, die jetzt auch sozusagen das so arrangieren können und an den Zugängen natürlich an vielen Stellen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ne? Also der digitale Unterricht ist echt 20 Jahre lang vor sich hergeschoben worden, da Reformen zu machen. Jetzt im letzten Jahr gab es dann mal eine Einigung, den sogenannten Digitalpakt zu schaffen. Ich weiß nicht, wie der aktuelle Stand ist, weil irgendwann haben sich dann doch wieder alle darüber gestritten, wer denn jetzt die versprochenen 5 Milliarden Euro dazu steuern soll und wie das zustande kommt. Aber ja, hätte man eigentlich viel früher angehen können. Und es ist ja kein Wunder, dass jetzt heute teilweise viele Lehrerinnen und Lehrer nichts Besseres einfällt, als PDF zu verschicken, weil ihre Bundesländer es verpeilt haben, ihnen gute Infrastrukturen zur Verfügung zu stellen.
und sie teilweise in den Schulen noch Computer mit Diskettenlaufwerken haben. Also das ist zumindest die Erfahrung, die ich gemacht habe. Da war ich schon ganz erstaunt. Ich habe irgendwie seit 20 Jahren kein Diskettenlaufwerk mehr in freier Wildbahn gesehen, außer in Schulen. Ja, das ist eine Erfahrung, die wir auch an ein, zwei Stellen gemacht haben, wo wir mit Lehrern auch für die Politikstunde zusammenarbeiten wollten, wo wir gesagt haben, komm, mach doch mal eine der ersten Stunden von deiner Schule aus deinem Gymnasium in der Nähe von Dresden. Und der Kollege hat gesagt, ich mache das gerne, ich habe auch eine Idee, ich stehe in der Klasse, aber ich habe überhaupt kein Internet. Ja, ich habe überhaupt kein Internet, um das zu streamen. Markus, ich habe eine Reihe von Fragen, die reingekommen sind. Jemand hat nochmal eben gefragt, was würde man denn machen, wenn so eine Lernplattform gehackt werden würde? Besteht da nicht auch die Gefahr, dass man sozusagen, dass auf einmal Dritte dann in so geschützte Räume intervenieren? Besteht natürlich immer, ne? Ja. Also im Idealfall hätte man natürlich eine digitale Lösung, wo auch genug Geld und Ressourcen bereitgestellt werden, dass sie auch gewartet werden. Also viele haben ja auch teilweise die Illusion, dass meine Software kauft und da geht dann das ganze Geld rein und dann ist die Software da, dass die Realität sagt, eigentlich muss man viel mehr Geld für Wartung und Weiterentwicklung bereitstellen, dass es halt genug Menschen gibt, die auch im laufenden Betrieb darauf achten, dass alle Sicherheitsupdates sehr schnell eingespielt werden, dass es so wenig wie möglich Raum für Hacks geben kann und dass die Daten so sicher wie möglich auch abgespeichert werden können, sodass halt mögliche Hacker dann zum Beispiel auch nur eine anonymisierte Datenbank bekommen, wo sie gar nicht mehr so genau erkennen können als Hacker, wessen Daten sind denn dort irgendwie drin. Möglich wäre das, müsste man halt mal angehen. Ja, wir sprechen live mit Markus Beggedahl von Netzpolitik.org, Journalist zu netzpolitischen Themen, seit vielen Jahren in diesem Kontext unterwegs. Der eine oder andere kennt ihn sicherlich als Initiator der Republika und es kommen eine ganze Reihe von Fragen. Ich habe jetzt nochmal eine Frage, Markus, die nochmal uns zurückführt auf die App, über die wir ja am Anfang gesprochen haben. Wir haben am Anfang des Gesprächs schon gesprochen über diese mögliche Nachverfolgungs-App. Asta fragt, es ist gut, über die Bedenken der App zu reden und sich über die Nachverfolgungslisten und so weiter Gedanken zu machen. Aber was sind denn die Alternativen? Was wären denn Alternativen? Du hast ja eben schon mal zwei, drei Ideen aufgeführt, so wie ich dich verstanden habe. Geht es ja nicht an sich darum, eine solche App in Frage zu stellen, sondern wie macht man sie, oder? Na, also ich kann schon viele Menschen nachvollziehen, die sagen, naja, ich traue so einer App überhaupt nicht und ich möchte da auch nicht mitmachen. Deswegen haben wir immer darauf bestanden, dass das freiwillig sein muss und größtmöglich Vertrauen aufgebaut werden soll. Aber na, sagen wir mal, man kann natürlich auch über Alternativen reden. So, also ich hatte eben schon gesagt, so eine App zur Kontaktverfolgung ist ja eine Wette darauf, dass das möglicherweise ein zielführender Weg sein könnte. Aber wir wissen es noch nicht, ob das auch tatsächlich so funktioniert, wie Epidemiologen und Virologen es hoffen. Man könnte natürlich auch das Ganze weiterhin analog abbilden, indem man viel, viel mehr Menschen bei Gesundheitsämtern einstellt, die dann damit beschäftigt sind, alle möglichen Leute zu kontaktieren. Wenn du dann beispielsweise mal Corona-positiv getestet wirst, dann, dass du dann denen durchgibst, wem sind sie denn in den letzten 3 Wochen für mehr als 15 Minuten begegnet? Kannst du ja erstmal überlegen, ob dir das einfach fällt, mal zu überlegen, wem kannst du denn jetzt dem Gesundheitsamt die Namen übergeben? Das wäre also eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit wäre halt, dass wir auch alle jetzt Masken tragen und deswegen die Ausbreitung des Virus behindern, dass das möglicherweise auch zielführend sein könnte. Es könnte auch eine Lösung sein, dass wir alle zu Hause bleiben. Dann brauchen wir auch so eine App zur Nachvollziehbarkeit von Infektionsketten nicht. Also das sind alles so Gründe, wo wir halt, sagen wir mal, eher auf die Virologen oder ich höre dann eher auf die Virologen, die sagen, wir brauchen das wirklich. Und dann sagen wir, okay, ihr habt mehr Ahnung von so Ausbreitung von Viren, dann hört auf uns, wie wir denn so eine App gestalten würden, weil wir haben mehr Ahnung von Technik und Datenschutz. Und dann könnten wir vielleicht gemeinsam einen gesellschaftlichen Weg finden, wie euer Problem mit unseren Ansprüchen bestmöglich gelöst wird. Vielleicht dahingehend die Frage an dich. Du bist ja jemand, der seit vielen Jahren in diesem Feld unterwegs ist, auch entsprechend bekannt ist. Sprechen die Virologen mit euch? Also kommen diese Leute, die auch jetzt gerade die Wissenschaftler, die in den letzten Wochen und Monaten immer wieder, deren Stimmen ja auch, das ist mein Eindruck, das ist sicherlich der, den du auch hast, die gehört werden, reden die mit euch?
Ja, manche schon, aber natürlich die meisten Virologen sind gerade damit beschäftigt, in entweder Meetings zu sitzen oder im Labor so, ne? Natürlich gibt es dann immer wieder Anknüpfungspunkte. Es gibt da schon Dialog dazwischen, aber diejenigen, die das halt entwickeln, diese Apps, die sitzen halt irgendwo auch da in der Mitte so, ne? Wenn das Heinrich-Hertz-Institut irgendwie hauptsächlich die Arbeit hinter PEPPPT koordiniert, da sitzen Nerds, die halt sehr nah an Virologen und so weiter dran sitzen. Also die sind dann eher so die Scharnierpunkte. Okay, also wir haben nochmal ganz kurz zusammengefasst. Wir reden mit Markus Begedahl von Netzpolitik.org, der seit vielen Jahren sich mit netzpolitischen Themen beschäftigt. Wir haben schon gesprochen über die App, wir haben schon über Lernen, digitales Lernen gesprochen, über die Problematik. Hier kommt gerade eben noch ein Kommentar rein, der sagt, von den 5 Milliarden für das Digitalpaket sind erst 40 Millionen abgerufen, erst 1% von den Schulen. Da wird sich sicherlich jetzt auch schnell was ändern, oder? Könnte ich mir vorstellen. Wie schätzt du das ein? Ja, Kein Kommentar. da wird jetzt sicherlich ein bisschen mehr abgerufen werden. Ja, das sind so Themen. Nochmal einen Blick zurück auf die Republika, die du heute Morgen ja sozusagen in der Pressekonferenz, wo du gesagt hast, was ihr da digital vorhabt. Was sind noch weitere Themen, die wir jetzt noch nicht besprochen haben, die ihr in den kommenden Wochen, die euch als Netzpolitik.org, aber auch auf der Republika, die euch beschäftigen werden? Wo gibt es weitere Themenfelder, wo ihr sagt, darauf kommt es jetzt an, das sind jetzt wichtige Aspekte für uns? Also ich finde es ganz spannend, wie jetzt auch diese Corona-Krise zeigt, welche Wirkung und welche ja, Gestaltungsmacht eine gut vernetzte Zivilgesellschaft hat. So, ne? Also so die ganz einfachen Herausforderungen und Probleme, dass es eigentlich die Bundesregierung verpeilt hat, rechtzeitig genug Masken zu kaufen. Und jetzt gibt es halt überall im Land freiwillige Näherinnen und Näher, die irgendwie für ihre Nachbarschaft und so weiter Masken nähen, um halt das Problem zu lösen, dass keine Masken auf dem Markt verfügbar sind. Dann gibt es überall Makerspaces, wo Menschen quasi aus mit 3D-Druckern und anderen Geräten irgendwelche so Schutzschilder aus Plexiglas bauen, die dringend bei Ärzten und Pflegepersonal benötigt werden. Also das finde ich schon sehr spannend, wie kreativ eine Zivilgesellschaft ist, die auch das Wissen teilt, wo alle auf den Anleitung von anderen aufbauen, wo die Maker-Szene sich komplett irgendwie gut koordiniert, um diese Ressourcenengpässe irgendwie durch Alternativen aufzulösen. Natürlich wäre es in einer idealen Welt viel besser, wir hätten als Staat vorgesorgt und hätten das alles in Lagern und könnten das irgendwie schön zertifiziert rausgeben. Aber im Moment habe ich das Gefühl, viele Ärzte sind total glücklich, wenn sie halt so ein Makerspace-Schutzschild bekommen, um irgendwie arbeiten zu können, weil sie sonst eigentlich auch nur eine Maske haben, die sie sich selbst aus einem T-Shirt provisorisch irgendwie zusammengeschnitten haben. Also das ist so eine schöne Sache. Ich hoffe, dass wir nach dieser Krise nochmal dazu kommen, als Gesellschaft uns bei diesen ganzen engagierten Menschen besser zu bedanken und bessere Förderstrukturen auch für solche Initiativen auf die Beine zu bekommen. Weil oftmals scheitert es an ganz einfachen Sachen, nämlich wo kriege ich denn jetzt gerade Geld her, um Gummibänder zu kaufen, die auch verknappt sind im Moment auf dem Markt, aber um irgendwie meine ganze Nachbarschaft mit den ganzen fast schon fertigen Masken, die ich aus alten T-Shirts genäht habe, ausstatten zu können. Markus, eine Frage, die auch hier nochmal grundsätzlich gestellt wird von Benedikt, der fragt, hast du nochmal allgemeine Empfehlungen für datenschutzfreundliche Maßnahmen momentan? Ich meine, uns allen geht es ja so, ich glaube, es sitzt noch eine ganze Reihe von Menschen jetzt im Homeoffice und man hatte so das Gefühl, so in den ersten Wochen, da ging es erstmal um schnell, schnell, um auch wieder Arbeitsfähigkeiten herzustellen. Man hat so ein bisschen das ganze Thema Datenschutz auch so ein bisschen hinten angestellt, war so ein bisschen zumindest das Grundgefühl. Was würdest du sagen, sind so die wichtigsten Regeln, auf die man jetzt auch achten muss, gerade wenn man so in neue Dienste guckt und so weiter. Man sollte doch sich jetzt wahrscheinlich nicht jetzt einfach sagen, ach, wegen Corona schmeißen wir jetzt alles über Bord, oder? Ja, also die ganzen Überwachungssysteme, die vor Corona schon in Kraft waren, die gelten ja noch weiterhin. Die werden jetzt vielleicht sogar noch ausgebaut. Aber man kann davon ausgehen, dass jede unverschlüsselte E-Mail, die wir verschicken,
von mindestens ein, wenn nicht sogar vielen verschiedenen Datenstaubsaugern unterschiedlichster Geheimdienste weltweit mitgelesen, archiviert und möglicherweise irgendwann mal gegen uns verwendet wird. Mit anderen Worten, E-Mails verschlüsseln zählt immer noch zum Einmaleins. Dafür braucht man natürlich Kommunikationspartner, die das auch machen. Daran scheitert es sehr häufig. Ich bin auch immer noch irritiert, wie wenig Bundestagsabgeordnete irgendwie bei einem verschlüsselten Kanal erreichbar sind, aber das ist eine andere Frage. Dann, man muss nicht WhatsApp benutzen. Man kann auch beispielsweise den freien und datenschutzfreundlichen Signal Messenger nutzen. Der ist kostenlos, gibt es auch für alle Betriebssysteme, also für alle mobilen Betriebssysteme, also Android und iOS. Und mit Signal kann man beispielsweise auch 1:1 Video-Calls machen. Das ist also, wenn ich mal mit jemandem jetzt kurz irgendwie telefonieren möchte, dann mache ich das über Signal, weil das ist erstmal verschlüsselt und dann schalte ich noch die Videofunktion ein, dann sehen wir uns noch. Da fühle ich mich auf jeden Fall viel, viel besser, als wenn das über WhatsApp oder sonst wie nutzt, wo mindestens Facebook dann noch wissen oder weiß, wer kommuniziert eigentlich mit wem, auch wenn bei WhatsApp mittlerweile Ende-zu-Ende-Verschlüsselung eingebaut ist. Für Facebook ist immer noch relevanter zu wissen, wer kommuniziert wann mit wem, weil aus diesen Daten kann man viel mehr über uns schließen, als wenn man diese Unterhaltung von uns auch noch mithören müsste. Das ist ja selbst für eine künstliche Intelligenz total langweilig, was viele von uns irgendwie abends sich erzählen. So, ne? Also verschlüsselte Messenger kann man nutzen. Es gibt auch gute Videokonferenz-Alternativen. Hier wird gefragt gerade noch, was haltet ihr von Threema? Threema ist auch noch eine gute. Threema ist noch eine gute Alternative. Meistens scheitert die Verbreitung von Threema daran, dass man 1,99 oder 2,99 für die App zahlen muss. Aber Threema gilt bei manchen noch als viel einfacher zu nutzen als Signal. Andererseits, ich habe auch meinen ganzen älteren Verwandten, die alle so über 70 sind, Signal auf ihre Smartphones installiert. Da haben die sofort kapiert, dass das genauso funktioniert wie WhatsApp irgendwie. Und also daran soll es jetzt auch nicht scheitern. Aber mit Threema und mit Signal ist man schon mal auf der besseren Seite als mit WhatsApp, Telegram oder was es da sonst noch alles gibt. Und wenn es halt um Videokonferenzen geht, so im Bildungsbereich, gibt es die Open-Source-Software Big Blue Button. Die muss man sich aber auf dem Server installieren. Da gibt es aber auch schon eine ganze Menge. Das ist diese Videosoftware der Kanadier, ist das, glaube ich, ne? Oder ist in Kanada entwickelt worden? Das hat zum Beispiel in Baden-Württemberg nutzen das viele Kreise, aber auch das Land stellt da eigene Infrastrukturen zur Verfügung. Also da haben wir jetzt eine Reihe auf netzpolitik.org, wo wir uns das mal genauer anschauen. Wir bei netzpolitik.org. Das ist vielleicht nochmal ein Hinweis, ne? Dass man auch bei netzpolitik.org da nochmal eine gute Übersicht bekommt, ne? Genau, und wir nutzen halt selbst, sagen wir mal, wenn wir Videokonferenzen mit mehr als 2-3 Leuten machen wollen, dann nutzen wir selbst Jitsi. Funktioniert auch ganz gut, wenn man ein paar Sachen berücksichtigt, wie alle Videokonferenzsysteme funktionieren leider im Moment besser, wenn man Chrome nutzt als Firefox. Ausnahmen bestätigen die Regel. Und für Jitsi gibt es aber auch Apps, so Meet Jitsi, und damit funktioniert es eigentlich dann auch problemlos. Wobei bei großen Videokonferenzen sollte man dann immer noch aufpassen, aber hier ist dann eher, kann ich dann sagen, man muss nicht zu Zoom, also man kann das vielleicht durch Zoom jetzt lösen, wenn man pragmatisch ist, aber eigentlich müssen wir aus dieser Krise lernen, dass die öffentliche Hand Geld in die Hand nehmen muss, um bessere datenschutzfreundliche Alternativen für die nächste Krise irgendwie ganz schnell zu entwickeln, damit wir jetzt uns nicht an irgendwelche dubiosen großen Firmen, die einfach unsere Daten, unsere Privatsphäre, unsere IT-Sicherheit nicht respektiert haben, uns binden und die noch als die Gewinner für ihre Schludrigkeit da aus dieser Krise herausgehen. Also ein paar Empfehlungen, die wir jetzt auch hier gegeben haben, auch natürlich der Appell nochmal in politischen Raum, aber auch an euch selber als Schülerinnen und Schüler. Ne? Ihr habt es ein Stück weit selber mit in der Hand zu entscheiden, wem gebe ich meine Daten, ne? Wem gebe ich sie auch nicht. Und Markus Beggetal von Netzpolitik.org hat uns gerade ein paar Beispiele vorgestellt. Markus, eine Frage noch zu dem ganz generellen Thema, das dich ja seit vielen Jahren beschäftigt, Netzpolitik. Netzpolitik und Unterricht. Ja, wenn du jetzt sozusagen drüber nachdenken würdest, welche Rolle sollten diese netzpolitischen Themen, die ja auch selbst in der großen Politik in Anführungsstrichen manchmal noch am Rande diskutiert werden, welchen Stellenwert sollte das beispielsweise im Politikunterricht, wir sind ja hier in der Politikstunde, was wäre dein Vorschlag zu sagen, die und die Themen sollte man generell im Politikunterricht eigentlich zum Thema Netzpolitik behandeln? Ja, einerseits sollte man das Querschnittsthema Digitalkompetenzen besser
verankern, das heißt zu lernen, wie man denn das Netz als mündiger Bürger nutzen kann. Das hat ja nicht nur technische Aspekte, sondern es hat ja auch viele Aspekte von irgendwie, wem gehören eigentlich welche Plattformen? Warum funktionieren denn eigentlich Plattformen so, wie sie funktionieren? Das ist ja alles eine politische Entscheidung auf Seiten von Facebook oder WhatsApp, warum jetzt ein Knopf irgendwie links oder rechts ist. Weil das Ziel ist ja, Nutzer zu irgendeiner Handlung zu motivieren. Also das ist erstmal eine sehr spannende politische Sache, die weniger auf dem Schirm haben wie politisch. Das ist also Code is Law sozusagen. Also das, was in Source Code gegossen wird, das ist dann quasi faktisch Realität, die da gebaut wird. Und diese politischen Entscheidungen, ob man das Unternehmen überlassen möchte, wo man gar nicht genau weiß, wie machen die das oder ob man da gesellschaftliche Schutzmechanismen einbauen sollte. Das sind spannende Fragen auf jeden Fall. Ja, die ganzen Fragen rund um Datenschutz, wer kann eigentlich was mit welchen Daten anstellen, ist auch etwas, was irgendwie zwischen Politikunterricht und Informatikunterricht erklärt oder diskutiert werden könnte. Und dann gibt es halt viele, viele ethische Fragen. Ne, bis hin zu der Frage, wie gehen wir mit Desinformation um? Was ist überhaupt Desinformation? Ist die Bibel schon Desinformation? Warum gibt es dann den Religionsunterricht? Oder ist halt irgendwie das Märchen, dass 5G irgendwie Corona bringen könnte, ist das Desinformation? Oder ist es Desinformation, wenn eine Bundesregierung mal falsche Informationen kommuniziert? Und wer entscheidet eigentlich wann, was Desinformation ist und was passiert? Wenn jemand entschieden hat, was Desinformation ist, müssen dann Plattformen das rauslöschen oder gibt es andere Mechanismen? Also das ist alles, das sind alles Sachen, ich wäre, glaube ich, glücklich gewesen, wenn ich das damals im Politikunterricht diskutiert hätte können. Wir tun es hier in der Politikstunde schon seit März, sind wir täglich, werktäglich hier immer unterwegs. Heute mit Markus Beggedahl als unser Gastlehrer. Hättest du dir wahrscheinlich auch nicht träumen lassen, dass du mal im Klassenraum stehen würdest, im digitalen Klassenraum. Ich danke dir sehr herzlich für den kurzen Überblick, für die 45 Minuten Zeit, die du genommen hast. Ich danke allen, die Fragen gestellt haben. Ich denke, wir werden in dieser ganzen Debatte um das Thema Corona-App, um die netzpolitischen Implikationen weiter deine Stimme hören. Ich bin auch sehr, sehr gespannt schon auf die virtuellen Aspekte der Republika. Lass es dir gut gehen. Vielen, vielen Dank. Du dir auch. Danke dir. Danke an Markus Beggedahl. Das war unsere Politikstunde heute zu einem anderen Zeitpunkt, nämlich um 14 Uhr. Wir haben gesprochen mit Markus Beggedahl. Es gibt ein paar Fragen, die noch nicht beantwortet wurden. Die beantworten wir in den Kommentaren auf jeden Fall. Ansonsten, wer sich mit ihm weiter beschäftigen will, auf netzpolitik.org kann man das sicherlich weiter tun und er wird weiter an diesen Themen entsprechend dranbleiben. Wir sehen, hören, bilden und streamen uns. Am Montag geht es wieder weiter. Da werden wir aller Voraussicht nach eine Reihe von Klassenfahrten unternehmen, denn auch Klassenfahrten sind ja momentan nicht real möglich. Also haben wir uns von der Redaktion der Politikstunde auf den Weg gemacht und werden ein paar virtuelle Ziele kommende Woche ansteuern. Also freut euch auf weitere Ausgaben der virtuellen Politikstunde, auf ein paar Klassenfahrten, immer um 11 Uhr, wenn die Schulglocke klingelt. Und bis dahin, tschüss, schönes Wochenende. Ciao.